Herzlich willkommen zu unserem Kurs GUI Programmieren mit Python. Wir haben noch eine ganze Menge zu tun, aber wir werden uns jetzt erstmal mit der Canvas beschäftigen. Die Canvas ist ein Widget, auf dem wir zeichnen können. Und das hat eine ganze Menge an Methoden, an ganz tollen Sachen. Davon möchte ich euch erstmal einige zeigen. Und gegen Ende des Kurses, wenn wir alle anderen Widgets uns auch angesehen haben, dann zeige ich euch nochmal tiefergehend, was man mit einer Canvas machen kann. So, das heißt natürlich auch, behaltet das, was wir jetzt programmieren, bitte bis zum Ende des Kurses, denn wir werden mit Sicherheit nochmal auf diese kleinen ersten Programme, die wir damit ausprobieren, zurückkommen. So, in diesem Video und in den nächsten drei Videos zeige ich euch erstmal ganz grundlegende Sachen und zeige euch auch, warum eine Canvas wirklich toll ist, warum man damit eine ganze Menge machen sollte, sich auch intensiv damit beschäftigen sollte. Und in diesem Video zeige ich euch zunächst erstmal nur, wie man eine Canvas in sein Hauptfenster einsetzt und wie man ein Rechteck zeichnet. So, und ich hoffe, ihr habt euch vom letzten Video habt ihr euch euren den Code beibehalten, denn den brauchen wir jetzt gleich noch. So, das lassen wir jetzt aber alles hier erstmal so, wie es ist, und wir bauen uns eine Canvas noch mit ein. Ich nenne die jetzt mal Leinwand ist gleich Canvas. Übergebe noch keine Argumente und dann Leinwand.pack. So. Und das Ganze lasse ich jetzt mal laufen. So, wenn ihr euch an das letzte, an die letzte Erscheinung dieses Programms erinnert, dann wisst ihr, dass hier im Prinzip nur das hier unten auf dem Fenster angezeigt wurde. Jetzt sehen wir hier oben einen ganzen großen freien Raum, so, der aber, naja, ich weiß, oder man weiß nicht, ist es jetzt oder ist es jetzt nicht. Ist aber auch klar, wir haben unserer Leinwand keine besondere Hintergrundfarbe gegeben und deshalb wird jetzt erstmal so die übliche Hintergrundfarbe übernommen, eben dieses leichte Grau. Das wollen wir jetzt ändern. Wir schreiben hier hinten rein BG für Background. So, und jetzt kann ich das Ganze auf schwarz setzen. Ich kann das machen mit Hashtag 00000. So könnte ich das machen. Ich kann aber auch Farbkürzel nehmen, zum Beispiel ein Black. Und da gibt es einige bei Tkinter, zum Beispiel Red und Green und Blue. Die kann ich alle verwenden. So, aber uns reicht das jetzt erstmal und wir sehen uns das an. So, und jetzt seht ihr, dass wir hier tatsächlich unsere Leinwand schwarz gefärbt haben, aber wir haben noch nichts da drauf. Das wollen wir jetzt als nächstes machen. Wir setzen uns jetzt nämlich hier ein Rechteck rein und das Ganze nenne ich Rec 1 oder ich zeige es euch jetzt erstmal anders. Ich nenne das, mache einfach Leinwand. Punkt. Und jetzt kommt der Befehl create rectangle. Und ihr seht schon hier an dem aufgeklappten Fenster, ich traue mich gar nicht reinzugehen, weil dann verschwindet das wieder. Aber hier an diesen aufgeklappten Möglichkeiten, wir haben create image, wir haben create line, wir haben create oval. Wir haben Create Polygon und noch einige andere Sachen mehr, Create Text. Also es gibt eine ganze Menge an Möglichkeiten, was uns die Canvas an zusätzlichen Befehlen bietet. Aber wir möchten jetzt erstmal nur ein Rechteck auf den Bildschirm bringen. So, anders als bei anderen Zeichenprogrammen, wie zum Beispiel bei Pygame, gebe ich hier die linke obere Ecke und die rechte untere Ecke an. So, das heißt, ich gebe hier in dem dritten und vierten Wert gebe ich nicht Breite und Höhe an, sondern wirklich die rechte untere Ecke. Und ich möchte das Ganze mit einem schönen Grün gefüllt haben.
Und ich speichere das Ganze ab und lasse es laufen. Und ihr seht, jetzt habe ich ein Grün hier auf meinem Bildschirm. Gut. Jetzt habt ihr schon eine Ahnung davon, wie das mit dem Zeichnen läuft. Im nächsten Video zeige ich euch dann, wie ihr ein Oval oder eine Ellipse auf den Bildschirm bringt. Aber dann zeige ich euch auch noch, wie ihr damit ein bisschen mehr machen könnt, als eben nur das drauf zu zeichnen, sondern das eben auch verändern könnt. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.